Willkommen, warte, warte, diese scheiße Stecker, diese Willkommen bei Afrika News. Neue Wetter hier. Schau mal, diese scheiße Sonne. Willkommen, Afrika. Warte, was habe ich gesagt? Neue Nachrichten. Kader muss sich ein bisschen umziehen, weil ich habe kein gutes Deutsch. Und er kommt jetzt gleich. Wir befinden uns gerade bei Bikini Bottom hier unten bei Burger King da hinten, Cross the Crab. Musu. Okay, und heute wir drehen ein neues Video und zwar. Welches Video nochmal? Bliert, hallo? Hallo? Welches Video? Alter, Schnusen, geh mal weg. Aber welches Video? Sag mir welches Video. Die Frau, wenn die Mama mag, wenn, Scheiße, ich kann kein Deutsch. Alter, Schnusen. Also mach mal wieder auf. Ich baue es an der Konsti. Also, meine Damen und Herren, meine Haare schon wieder. Ich muss ein bisschen Dehnübungen machen, weil ich habe echt Beinschmerzen. Ich habe bald Turniere und da muss ich schön gelenkig sein für die Turniere. Genau. Yo, was geht, Leute? Kader hier und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich freue mich, weil ich heute wieder auf der Street bin und gerne eine Umfrage starte. 3 Monate war das her von meinen. Warte, ich hab verkeckt. Gell? Ja. Ich kann schon wieder keine Intros machen. Das ist meine größte Schwäche. Intro? Ich schwör's doch ungelogen, wir sind seit 15 Minuten hier. Ich gehe heute auf den Streets und frag die Leute so, was deren Ex-Freund oder Ex-Freundin falsch gemacht haben. Mal schauen, was die Leute alles sagen. Ich bin voll gespannt, was die Leute alles antworten werden, was deren Exen alles falsch gemacht haben. Ich muss mal sagen, wir reden nicht so lange rum. Wir reden normalerweise immer so lange rum, gell? Ich muss mal sagen, los geht's mit dem Video. Ich heiße Gabi, ich bin 14. Ich bin Helena und bin 15 Jahre alt. Hi, ich bin Melissa, komme aus Bosnien, bin 23 Jahre alt. Ich bin Maria, ich bin 19 und ich komme auch aus Bosnien. Ja, ich bin die Lara, komme aus dem Landkreis Dachau und bin 17 Jahre alt. Ich bin die Tatjana, bin auch 17 Jahre alt und komme auch aus dem Landkreis Dachau. Ich bin Milena und ich bin 13. Cleo. Alia. Alia, hattest du schon mal einen Freund? Nein. Nee. Okay. Hattest du schon mal einen Ex-Freund? Ja. Wie lange war das jetzt her? Das waren die Sommerferien. Der war mir zu asozial. Ich wusste nicht, was er alles so macht und so und deshalb. Deshalb du so, no, get out of here. Ja. Get out of here. Also jetzt der Letzte hat nichts falsch gemacht, also gar nichts. Es lag so an meinen Eltern, weil er nicht Kroate war und dann. Und der davor, der war Albaner. Hat ein bisschen übertrieben und sowas. Und der Albaner? Ja. Ja, Shqiptar. Der war einfach komisch. Komisch? Ja, er hat einfach richtig lange, haben wir nichts gemacht. Und dann wollte er sich die ganze Zeit mit mir treffen, dann haben wir uns getroffen und dann hat er einfach so gesagt, ja, ich mag dich nicht mehr und keine Ahnung. Wir waren so befreundet, ja? Aber wir wussten, dass wir uns so mögen. Dann, lieben meinst du? Ja. 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 Was hat er in der Beziehung falsch gemacht? Was hat es dazu gebracht, dass ihr Schluss gemacht habt? Es hat einfach nicht mehr gepasst. So. Hat sein Aussehen nicht mehr gepasst? Nee, das sah schon gut aus. Ja? Aber so mit uns hat es nicht mehr gepasst. Hat er es falsch gemacht oder einfach so, du hast keinen Bock mehr auf ihn oder wie? Ja, es war einfach schon zu lange. Wir sind zu früh zusammengekommen und dann hat es einfach nicht mehr gepasst. Wie alt warst du da? Ja, mit 13. Mit 13 und dann, wie lange hast du gehalten? 3 Jahre. 3 Jahre? Und dann so, ey, ich habe keinen Bock mehr, sorry, tschüss oder wie? Ja, irgendwann sagt man halt auch, man will was erleben. Und dann irgendwas erleben. Ja, ich will ja nicht nur mein ganzes Leben mit einem verbringen. Charakter muss stimmen, er soll aus Dalmatia kommen und dann passt. Dalmatia? Dalmatia. Ja. Dalmatia. Was ist denn der Dalmatia? Das ist ein Teil in Kroatien. Ach so. Und dann irgendwann er so, ey, ich hab doch keinen Bock mehr, ich kann doch nicht und fertig. Ja, sozusagen. Sozusagen, okay. Er hat auch über dich bei mir gelästert. Ja. Zu ihr, weil sie ist meine beste Freundin. Er hat gesagt. Das ist so klar. Er hat zu ihr gesagt, dass ich nicht küssen kann. Und andere Sachen. Was hat er gesagt? Warte, ihr wart gar nicht zusammen, aber ihr habt sie geküsst. Ja, wir waren schon zusammen, aber es war so. Du hast doch vorhin gesagt, du warst doch nie zusammen. Ja, schon, aber so komisch. Es war so richtig komisch. Schau mal, das sind Beziehungen 2019, Leute. Schau mal. Ah, und seine Schwester ist auf meiner Schule. Mhm. Und die hat dann überall Lügen erzählt über mich und sowas. Ja. Du hattest einen Ex-Freund, oder? Ja. Und was war sein Fehler, dass ihr nicht mehr zusammen seid? Keine Ahnung. Viel zu viel gelogen. Hat er betrogen oder? Nein. Nee. Aber gelogen? Ja. Ja. Und das ist der Hauptfehler bei allem eigentlich. Wie viele Ex-Freunde hattest du schon? Genug. Da kann sie nicht mehr zählen. Genug. Das war's. Ja, wenn kein Vertrauen da ist und darum gehen ja auch viele Beziehungen kaputt. Also was hat denn er zum Beispiel gemacht konkret? Ja, also so sich viel mit Leuten geschlagen und sowas, was ich einfach nicht unterstützen will. Alter, und er hatte was gegen so, also er hatte was gegen zum Beispiel Schwule oder Lesben und ich hasse sowas. Hattest du damals einen Freund? Ja, es ist mein jetziger Freund. Why you bully me?
Aber du hattest doch keinen. Das ist mein erster Freund. Also dein erster Freund. Achso. Ja. Ah, okay. Was? Ja. Ich? Du hast jemanden gesehen? Ja. Kann sein. Tom. jetzt war ein anderer noch. Er wollte halt so Sachen machen. Sachen machen, Affen lachen. Ah. Ich habe auch nichts gemacht. Gut, der Albaner? Nein. Welcher dann? Der Kubaner? Kroate. Welcher Kroate jetzt? Wie soll denn der sein, deiner Vorstellung nach? Also nicht so arrogant. Nicht so arrogant. Aber ein bisschen geht schon, weil... Aber das sagt sie. Oha! Einfach, dass er nicht so fake ist. Nicht fake sein? Denn was ist dir wichtiger? Sein Aussehen oder doch eher sein Charakter? Charakter. Aber warum lügst du? Sag mal. Ich lüge nicht. Also mein Ex-Freund war auch hässlich. Ich finde, wenn die vom Charakter her halt hässlich sind, dann sind die auch vom Aussehen her hässlich. Wenn du einmal lügst, du lügst immer. Wenn du einmal betrogen hast, du betrügst immer. Ah. Nee. Wie würdest du deinen Traumtypen vorstellen? Lustig, nett. Humorvoll? Ja, humorvoll auf jeden Fall. Und keine Ahnung, dass ich ihm vertrauen kann, dass ich ihm alles erzählen kann. Lügen einfach. Einfach keine Lügen? Ja. Sie hat genau genug Trauma erlebt. Okay. Ja Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, dann lasst ein Like da und abonniert diesen Kanal für mehr. Sehr, sehr wichtig. Ich sag es jedes Mal und es ist auch wirklich wichtig. Okay, mit die Glocke, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Tut mir leid, dass es so kurz war, das Video, weil ich... Oh. Okay. Check mein Insta ab, hier zu sehen, Snapchat hier zu sehen und vergesst nicht meinen Kameramann zu abonnieren, hier zu sehen. Alle sind auf der Wiesn und deshalb habe ich hier keine Leute mehr gefunden und ich würde mal sagen, das nächste Video wird auf jeden Fall heftiger, hoffe ich mal. Und Leute, das war's mit dem Video, haut rein, macht's gut und ciao.